habe im Laufe der Zeit bis jetzt, ein Ende ist noch nicht abzusehen, 4 CDs insgesamt herausgegeben mit lauter Versionen von La Paloma, man glaubt es nicht. Auf jeder dieser Platten ist eine Version von La Paloma drauf. Ja. Das ist aber wie gesagt nur der kleinste Teil, der jetzt, sagen wir mal, vorstellbar ist. Geben tut's erheblich mehr. Das sind ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, ich habe die nie gezählt. Ich nehme an, es sind so 200-300 vielleicht. Hier gibt es noch ein paar Shellacs und dann die Singles. So, das ist so der La Paloma-Haufen. Also an Versionen kennen tue ich vielleicht 2000, ohne mich richtig anstrengen zu müssen. Und geben tut es mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel mehr. Man muss sich vor Augen halten, dass das mit Abstand das am meisten interpretierte Lied auf der ganzen Welt ist. Vengo a ver la caja de música que tiene la grabación antigua de La Paloma. Fue construida en 1883 y ha durado en un clima como el nuestro tan... Es aquí donde está la grabación. De la paloma. Como tú ves, este soporte se oxida mucho y en la humedad de nuestro país... Sí, tiende a oxidarse. Hay que darle mucho mantenimiento. Pero debe ser alrededor de 1883. Con toda seguridad entre 1883 y 1890, tipo. Vamos a ver esas cosas. Cuando estaba en la sala del museo era una de las principales atracciones. Sí, claro. Vamos a ponerla desde que comienza. ¿La quieres escuchar completa o parte de ella? Sí, completa. Es valor excepcional, porque es la caja de música de disco metálico que perteneció a Carmen Sayas Bazán, la esposa de José Martí. Es curioso que Martí le haya regalado precisamente a Carmen la pieza esta, La Paloma. En los registros del Museo Nacional, cuando se donó esta caja de música, la donó el hijo de José Martí, aparece como una nota marginal que es la habanera preferida de Carmen Sayas Bazán. Hay muchas alegorías que se pueden hacer al respecto. ¿Qué simboliza la paloma? La libertad. Thank you.
mañana, cuando te vi, ibas muy bella cerca de mí. Ni me miraste, no sé por qué, y sufrí mucho, sabes bien. Si me quisieras, sería feliz, cariño, no me abandones, ni ven junto a mí. Tengo unas ganas, mi amor, de tenerte, besarte, apuntar, aunque en mi corazón. Ya ves, por eso, pero por ti, no me abandones, ven hacia mí. La música es parte esencial de mi mundo, es decir, yo podía terminar mi relación con una mujer que quizás fuera bellísima si me decía cosas torpes con relación a la música. Piezas como La Paloma me tocan muy fuerte, una música que produce mucha añoranza. Un vasco nacido en Álava en 1809, Sebastián Iradié, músico muy destacado, escribió La Habanera La Paloma entre 1850 y 1860. Hay duda si la escribió en España, si la escribió en Cuba. No se sabe, no hay un documento que pruebe que Iradié vivió en La Habana. Yo soy de los que piensa que sí vivió en La Habana. En la propia letra de La Paloma casi lo dice. Cuando salí de La Habana, nadie me vio salir, que no fui yo. Inclino a pensar que Iradié estuvo en La Habana, como tantos españoles y europeos venían a La Habana. La Habana era el centro de la comunicación del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. La Habana era un centro geográfico, económico, social, cultural. Entonces es muy probable que Sebastián Iradié viniera a La Habana, ¿por qué no? Más que la melodía y por supuesto, más que la estructura armónica, lo que define básicamente un género es su célula rítmica. Y la célula rítmica de La Habanera, que es ese bajo obstinado, o pum, 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 pum. Eso es lo que define el ritmo de Habanera, que por supuesto viene de la contradanza. Las contradanzas primeras tenían ya esa base rítmica. Y eso se bailaba, bailes de figuras, se hacían cuadros coreográficos y todo. Se me pueden salir las lágrimas escuchando ciertas músicas. Y entre esas músicas que a mí me dan lo cubano, me remiten a lo cubano, está La Paloma. ¿Por qué? Porque desde niño la estoy escuchando. Es parte de mi mundo
en el mundo auditivo. Para mí, la paloma es una cubana. Canción de la paloma, y es una canción que tiene un secreto, tiene un misterio que hay que respetar con amor, con afecto. Encuentro en este jardín un remanso de paz, un espacio donde seguramente todos estos personajes, Maximiliano, Carlota y los siguientes y los de antes, estuvieron aquí pensando, disfrutando, evocando. Y seguramente la paloma seguirá teniendo un espacio y un lugar en este castillo de Chapultepec. Muchas cosas, pensé en mi abuela, pensé pues en el destino trágico que ha tenido este país, un país tan hermoso, con tanta historia,
con tantos momentos de mucho sacrificio, ¿no? De belleza, de historias de amor. ¿Qué te parece el castillo? Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Sí. Y además por toda la historia que encierra el castillo, el cerro, tiene una larga historia que va más allá de la época. Es ist relativ wahrscheinlich, dass La Paloma in irgendeiner Form von Kuba hierher gereist ist. Entweder tatsächlich, weil es in Kuba entstanden ist und dann von einer Theater- oder Musiktruppe mitgebracht wurde. Vielleicht war auch Heredia selber in Mexiko. Es gibt das Gerücht, aber es ist nicht zu beweisen. Und so wird es also mit irgendeiner Musiktruppe hierher gekommen sein und wurde eben von Concha Mendes im richtigen Moment sozusagen aufgegriffen und populär gemacht. We're opposites, yes. But united opposites, like magnetic poles. We shall augment each other. Yes, Carla, it's destiny. This greatness, my dear, is not beyond my faith in your capacity to be great. You will be the enlightened ruler of a new era in monarchy. Listen. Listen, Maxwell. Beautiful. La Paloma. Song of the dove. The loveliest melody I know. I wonder who's singing. Maximilian wird auf ewig mit La Paloma verbunden sein. La Paloma war sein erklärtes Lieblingslied. Er hat es zum ersten Mal von der Sängerin Concha Mendes gehört, die das Kaiserpaar regelrecht zum Schmelzen gebracht hat. Nachdem La Paloma eben das Lieblingslied des Kaisers war, wurde es auch dann sehr, sehr schnell aufgegriffen von seinen Feinden und in eine Spottversion umgedichtet. Und diese Spottversion kommt periodisch praktisch immer wieder in der Geschichte Mexikos und wird immer den Gegebenheiten angepasst. Also es wird immer gegen ein aktuelles Ereignis sozusagen damit protestiert. De Eugenia León. La Paloma de Eugenia León, México, México, es el original. Trae tres reos que fueron estimados aquí en el Zócalo. La gente lo busca precisamente por esa canción. O sea, les gusta cómo canta Eugenia León, pero todos lo buscan por la canción de La Paloma. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto. La Paloma viene a rescatarnos de las garras del traidor a la democracia. Es una canción muy bonita que tiene mucha tradición. A la a Carlota, justamente, es una canción que en México, o sea que sí, a la emperatriz Carlota, pero aquí en México. Por lo pronto, ahorita tiene una versión que celebra esta ocasión, ¿no? O sea, el fraude electoral, todo esto que no puede seguir, como dice la señora, no podemos seguir así. Los que medio tienen no pueden soportar esta situación de injusticia. La canción de La Paloma es de México. Posiblemente La Paloma significa la paz, ¿no? Y yo creo que detrás de este movimiento hay mucha paz. Y es muy importante que se entienda así. No es un movimiento beligerante, que quede bien claro esto. 50 millones, si no se dice esto, de pobres. No es posible. Para mí es vergonzoso. Gracias. Con emoción
a tu casilla llegan 10 votos chuecos. Cuenta voto por voto que es tu derecho. Todos los mexicanos que sufragaron quieren que quede claro por quién votaron. Voto, voto, casilla por casilla, voto por voto. Urna por urna, voto por voto. La transparencia es lo que cuenta. Si lo aclaramos, todos contentos, todos unidos, los mexicanos. Colpiando la mia fanciulla mi saluto. Bella es el mar, mi inghiotta, tu media sera. Von Mexiko aus ist es dann auf mehreren Wegen nach Europa gekommen und man merkt anhand der frühen Schellack-Aufnahmen, wie beliebt dieses Lied auch geblieben ist. So gut wie jeder Opernsänger, mit Ausnahme von Caruso, hat La Paloma eingespielt, gerne auch mehrmals. Also es ist schon sehr frühzeitig durch die ganze Welt transportiert worden. Tell us about Naples. How are those cool, crazy Italian chicks? Yeah. I picked up this little number. Yeah. You really want to hear about it? Yeah. It really tied into it. Oh, more. Do I see the starlight caress your hair? No more. Tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me. Let's be sweethearts again. And then let us part. No. I just know from the experience of living in California for the 3 years I was there with the band, you know, it's very busy, it's much faster pace. Over here is much more relaxed, I think, and which is good for my personality. I just like to stay more relaxed, even though I am busy, but I like to just keep it nice and stressless. I'm not really interested about fame or wealth, you know. As long as I make a living doing and keep our family happy, that's what I like to do. Being born and raised here, I am Hawaiian by heart. I love studying traditional Hawaiian music, slack key and Hawaiian steel guitar. And I promised my teachers that I would, you know, keep perpetuating it so the art won't be lost. La Paloma came to the Hawaiian Islands from the guitar arriving. So how did the guitar arrive? After Captain Cook arrived, Captain Vancouver came
and Captain Vancouver offered King Kamehameha I some cattle. And he wanted to give the king the gift of cattle so that he could start the sugarcane trade to happen. So the king accepted his gift of cattle, and he told the people of Hawaii, leave them alone, let them multiply and grow. So by the time King Kamehameha III was in reign, and this is around the 1830s, cattle was running wild on all the Hawaiian islands that they didn't know what to do with them anymore. So the king visited California, and he witnessed his first rodeo. And he got this idea that he should hire these Hispaniola people to come to Hawaii to teach the Hawaiians how to be cowboys. So when they arrived, probably the guitars arrived with them. And the thinking is, the guitar was being probably played by the Spanish cowboys at the end of the day after teaching the Hawaiians how to rustle up the cattle. And the Hawaiians had never seen the guitar before, so they were probably intrigued, you know. And this Spanish guitar tuning sounds like this. It doesn't sound pleasant to the ear. These three strings do. So they most likely loosen the other strings, which in Hawaiian is called kihu'alu, means to loosen the keys, so that it would match the three that sounded pleasant to the ear. It's a chord, but you just have to think, well, it sounds good. And they probably use this instrument basically to accompany their traditional songs. So I'll just hum a melody like so, which cowboys that arrived to the islands, I think they knew the song La Paloma, and they must have passed it on to their Hawaiian friends, you know, and someone must have taught someone this song, and so it got passed down through the generations, and I learned it through my teacher, who learned it from his uncle. So it's been, I don't know how old the song is actually, but this is now just in Hawaiian style. I don't even know what the original one sounds like. Yeah. So the melody is actually played only on these two strings, the way that Raymond showed me. So that's what's interesting. The whole melody is done only on these two strings. Some of the simplest music, like this song only has two chords, but some of the simplest tunes seem to last a long time, and I guess this La Paloma is one of them songs. Local Hawaii people here show aloha, you know, which is love, and just accepting people and sharing with people, you know. And I think it's a thing to keep and hold on to, you know, especially in this busy world that we have now, and with all the threats going on in the world, you know. And I think it's a very important Hawaiian culture. Is to play in the Hawaiian term nahe nahe, sweet and soft as music. It's very much like a lullaby. My teachers told me that if you play and someone falls asleep, you did a good job. Thank you.
Bueno, pues los coleccionistas somos personas un poco raras. Pues hay coleccionistas de las cosas más inverosímiles. Ahí me ha dado por esto. No tiene una... Aparte, una cosa, que es que las colecciones las empiezas como de bromas. Y hasta que no cogen un poco de fuerza, la verdad es que no eres coleccionista. Coleccionista es cuando ya coge un poquitín, cuando ves que tiene un poco de importancia. Bueno, te puedo presentar 983 discos. ¿Cuál es tu gusto? Mira, un amigo mío hace colecciones de discos solamente de armónica. Él toca la armónica y hace colecciones. Y él siempre me decía, Larry Halder, que debe de ser uno de los mejores, de los que mejor toca la armónica, tiene la Paloma. Y nunca la encontraba, nunca la encontraba. Y un día en Zaragoza me encontré con este, un recorrido por el mundo de Larry Halder, y en el cual, donde pone España, tiene la Paloma. Y me hizo una ilusión loca. Me vine muy contento a Vitoria. Y el martes o miércoles, que quise ir a enseñárselo a ella, a darle esa buena nueva, se murió el lunes. Se murió sin el saber que he conseguido lo que quería de Larry Halder de la Paloma. Bueno. La que más me tardó en conseguir... No daba con ninguna, concretamente en euskera. Es que es curioso. No encontraba ninguna en euskera. Más tarde, una vez me asombré oyendo la radio de que oí cantar La Paloma por un grupo que es Contrairo, que la cantan estupendamente bien. Lo tengo, pero no sé dónde. Sentimos la necesidad y la responsabilidad de hacerlo en euskera para que se escuche esa lengua y para que haya más material, más música en euskera. Sí que después de comidas o cenas con los amigos es muy normal después cantar canciones populares y siempre surgía la Paloma. Sebastián Iradier es el autor de La Paloma, que nació en 1809 aquí en Lanciego, en La Rioja Alavesa. Marcha a Madrid bastante joven, durante unos años, y posteriormente se traslada a París, donde, entre otras cosas, es el profesor de canto de la emperatriz Eugenia de Montijo. Marcha a Estados Unidos, marcha por algunos países de América, entre ellos, parece ser, que Cuba, donde se produce el estreno de la habanera La Paloma. Posteriormente vuelve a la capital Vitoria para morir. ¿Algo sobre este Sebastián Iradier, el que está aquí, el que aquí murió? Sí, lo ponen ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes quién fue ese? Sí. Un flaco. Pero no, ¿quién fue? ¿Por qué ha sido famoso este? Pintor. Este pintor ha sido. ¿Pintor? ¿Pero pintor de qué tipo de pintura? No sé. Ah, no sabes, ¿expresionista o vanguardista? ¿No sabes qué tipo de pintura hacía? De esculturas. Esculturas. Esculturas, Hay en la calle La Corrida. Sí. Tienes uno. Bueno, sí. Hay una escultura de sí, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí. Muy amable. Gracias. Sí.
sido músico también. ¿Has sido músico también? La Paloma, ¿usted conoce? La Paloma, sí, sí, pues claro. Sí. Ah, es de este, la Paloma, sí, claro. Muy bien, gracias. Lo curioso es que muchísima gente no sabe la curiosidad esta de que el arreglito, una habanera escrita por Sebastián Iradier, es la que figura dentro de la ópera Carmen de Georges Bizet. Magui Galí, que es la estrella de Carmen en ese momento, parece ser que no está satisfecha con las versiones o con las diferentes melodías que le ofrece Georges Bizet. Y ante esta desesperación por parte del compositor francés, tiene que optar por una serie de cuestiones que tal vez le llevan a buscar una canción que en ese momento está sonando. Parece que encuentra en esta melodía Georges Bizet el momento y el tema adecuado para su frase, para su parte que le falta en esta ópera, que es uno de los momentos más culminantes de su gran creación. Das Lustigste aber ist, dass dieser selbe Iradier auch der Komponist von La Paloma ist, nicht wahr? Und ich habe mir immer gedacht, wenn die Gallimarie die Habanera auch abgelehnt hätte, vielleicht wäre die Carmen am Schluss noch mit La Paloma aufgetreten. Eine der großen Stories, die sich um Tod und La Paloma drehen, ist, dass Maximilian wohl gewünscht hat, dass er das kurz vor seinem Tod nochmal hören darf. Das ist wohl nicht wahr, die Geschichte, aber sie repräsentiert doch die Bedeutung und die Popularität des Liedes sehr stark. Mit dem etwas unrühmlichen Ende des unglücklichen Maximilian wurden die übrig gebliebenen böhmisch-österreichischen Truppen natürlich auch zurückexpediert. Sehr viele von ihnen waren nicht mehr übrig, viele von ihnen auch verwundet. Die Verwundeten damals hatten ja ein sehr beklagenswertes Schicksal. Die hatten nicht etwa eine Pension zu erwarten, sondern vielen von ihnen hat man einfach einen Leierkasten in die Hand gedrückt, damit sie sich selber ihr Almosen verdienen konnten. Und das haben die auch getan und unter anderem eben auch mit La Paloma. Also ich kenne das von meiner Kindheit, das Paloma-Lied.
das drückt ja auch mehr Sehnsucht aus. Trauer, Abschied. Also eigentlich war es vorher viel schöner. Jetzt sieht alles kalt und kahl aus. Alles verlassen, öde. Man hat sich verabschiedet von den Eltern, Großeltern oder Geschwistern, was man schon hat im Friedhof, wenn sie mal zu betoniert sind. Mein Onkel ist im 78er schon weg. Aber das sind Leute, die schon noch früher weg sind. Aber die Mehrheit ist dann nach der Revolution, nach dem 90er, sind die Mehrheit aus St. Anna ausgewandert. Als ob sie irgendwas gehabt hätten und mussten alle aus dem Dorf. Gerade so hat es ausgesehen, wie viele auf einmal weg sind. Na warum? Meine Freiheit, das war der Drang nach Freiheit, nach einem besseren Leben. Man hat schon Sehnsucht oft nach den Lieben, die ausgewandert sind. Sehnsucht, Hoffnung hat jeder Mensch, weil sonst hat das Leben keinen Sinn. Bei uns ist oft der Strom unterbrochen worden und so wie wir im Finstern gesessen sind, wurde gesungen am Winterabend. In Ceausescus Zeit waren von 8 bis 10 kein Strom bei uns. Das ist leider zum Lachen, aber das ist die Wahrheit. Und dann unter anderem Volkslieder wurde auch dieses Lied Paloma gesungen, ja. Das war, draußen am Friedhof steht ein hohes Kreuz. Aber das Lied kann ich nicht mehr auswendig, das habe ich nur von meinen Eltern her und habe ein altes Heft in der Schublade, das ich mal da raussuchen muss. Schon ganz zerrissen, dieses Heft. Es ist von meinem Vater. Weil mein Liederheft ist leider in der Schule. Weil wir während der Stunde anstatt gelernt Lieder geschrieben haben und dann hat die Lehrerin uns weggeholt. Und so bin ich ohne. Das sind lauter uralte Lieder fast da. Frag doch dein Herz. Und dann ist das Paloma-Lied. Das ist der Text von Draußen am Friedhof steht ein hohes Kreuz. Es ist nicht aus Marmor, sondern aus Eichenholz. Und unter dem Kreuz weht ein kühler Wind, fürs Mütterlein betet das arme verlassene Kind. Nuno
numai la mormânt, ci și în alte ocazii, dar cu atât mai mult la mormântare. Este foarte potrivită că această melodie, oarecum de petrece, oarecum de viață, mai puțin, care amintește de moarte, de trecerea omului către cele veșnice, omul este, cum spuneam, foarte prins de aspectul social, de viața socială. Și ca un ultim rămas bun pentru cele primite în viața aceasta, îi se cântă într-un astfel de moment o cântare atât de frumoasă cum este Paloma. Chiar mi-aș dori ca atunci când va fi momentul să părăsesc și o viața aceasta, să mi se cânte și mie asemenea cântare. Dacă se mai păstrează fanfara până atunci. Solange ich Musik mache, habe ich keine Zeit alt zu werden. Altes chinesisches Sprichwort von Coco Schumann. Armstrong gesagt, Coco, it's not important what you play, it's important how you play. Also es ist nicht wichtig, was du spielst, es ist wichtig, wie du spielst. Und das hat mich das ganze Leben lang begleitet. Zettler, der Musik macht. Ich bin ein Musiker, der mal im KZ war. So, meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Heimweg und eine recht aufregende Bühne. So, hier hängt mein ganzes Leben. Na, wollen wir ganz von früher anfangen? Als 19-jähriger Schlagzeuger in Theresienstadt bei den Ghetto Swingers.
Naja, meine Mutter war Jüdin und ich war also damals, nach dem damaligen Jargon Halbjude, also mein Vater war Arier. Und da bin ich dann nach Theresienstadt gekommen, erstmal. Und dann kam einer auf mich drauf zu und sagte, du, ich heiße Franta Goldschmidt. Also waren viele aus Prag, Tschechen da. Und ich bin der Gitarrist. Wir haben hier eine Big Band, die heißen die Ghetto Swingers. Und da bin ich Gitarrist. Aber wir können im Augenblick nicht, nicht proben. Unser Schlagzeuger ist im vorigen Transport nach Auschwitz gekommen. Und da habe ich gesagt, du, ich war eher Schlagzeuger, bevor ich ging. Sagt er, was? Na, dann kommen wir gleich morgen zur Probe. Und dann am nächsten Tag war ich da und dann war ich der Schlagzeuger von den Ghetto Swingers. Und dann kam der Kurt Gerron, der musste dann einen Film drehen, Propagandafilm. Und die Juden haben, der hieß also Ein Tag im Protektorat, und die Juden haben daraus gemacht, der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Und so dachte man ganz lange, dass das war der richtige Titel, aber das war Zynismus, ja. Und es gibt ja auch eine erhaltene Tonspur, aber eine ganz schlechte Qualität, von Bei mir bist du Schäfer, von den Ghetto Swingers gespielt. Naja, und dann war ich im Transport nach Birkenau. Birkenau-Auschwitz, ja. Ich habe keine Tätowierung, die aus Theresienstadt kam. Das waren ja alles Privilegierte, also entweder keine Volljuden oder berühmte Ärzte oder aber Leute, die im Weltkrieg, und die wurden nicht tätowiert. Aber alle anderen, die ankamen, die wurden tätowiert, und dann saß die SS da und hat aufgepasst, dass alles mit rechten Dingen zuging. Und ja, dann saßen die da also und hatten dann gehört, da ist eine neue Band angekommen, und dann haben die gesagt, soll die Band mal kommen und uns ein bisschen Musik machen, ja, damit es nicht so langweilig ist. Na, und die hatten dann aber auch schon ganz schöne Wünsche, ein paar von denen auch jazzmäßig. Und unter anderem mussten wir spielen am Lagertor. Und auch wenn die, ich kann mich erinnern, die in die Gaskammer gingen, ja. Und die bestellten sich immer La Paloma. Die SS. Nicht morgens. Und da mussten wir dann spielen, und die ging in die Gaskammer, die, und auch einmal Kinder, also, naja. Tja. Und die wussten, wo sie hingehen. Die Kinder, das waren Kinder, die waren schon eine ganze Weile im Lager. Und die wussten, dass sie in die Gaskammer marschieren. Ich sage immer, was kann das Lied dafür, dass die Nazis es missbraucht haben?
ganzes Leben lang habe ich La Paloma gespielt. Es ist schon eine tolle Komposition. Aber ich finde es auch schön und genial. Aber es geht mir irgendwie seelisch nicht unter die Haut. Und Gott sei Dank. Sonst hätte ich es nie wieder spielen können. Bloß, ich kann nichts ändern. Ich hätte nichts ändern können, als ich drin war. Es ist alles mit mir passiert. Und darum habe ich auch, ich bin glücklich, dass ich es überlebt habe. Millionen haben es nicht überlebt. Man verbindet La Paloma sehr, sehr stark mit Hamburg. Und das läuft schon über diese große Freiheit Nummer 7. Den Film haben, glaube ich, wirklich alle gesehen damals. Und das hat wohl die Emotionen damals sehr genau getroffen und ist einfach dort hängen geblieben. Also quasi in Hamburg hängen geblieben. Kannst aber gut tanzen, der. Mich trägt die Sehnsucht vor in die blaue Ferne. Warum bist du eigentlich nicht auf See geblieben, Hanne? Das verstehst du nicht, mein Dern. Entschuldige bitte, Hannes. Ich wollte dir nicht wehtun. Komm, spiel was Lustiges, ja? Nee, das geht nicht. Ich muss ja in meinen Laden. Aber du hast doch noch eine ganze Stunde Zeit. Heute nicht, heute muss ich früher da sein. Dieser Film von Keutner lässt sich ja auch interpretieren als, jetzt nicht direkt als Widerstandsfilm, aber doch als ein Beispiel dafür, wie weit man sozusagen Grenzen austesten konnte innerhalb des Systems. Gilt ja nach wie vor als der Hamburg-Film. Er ist aber überhaupt nicht gedreht in Hamburg. Hamburg war ausgebombt zu der Zeit. Wurde gedreht in Prag, wo er wohl auch zum ersten Mal gezeigt wurde dann. Es kommt überhaupt keine Nazi-Symbolik vor. Ursprünglich sollte der Film Große Freiheit heißen. Das ging Goebbels dann doch ein bisschen zu weit. Er musste dann eine Hausnummer bekommen und also nach der Straße Große Freiheit benannt werden. Deswegen die Nummer 7. In dem Text, eine der Hauptzeilen dort ist auch sehr emphatisch gesungen, ist einmal wird es vorbei sein. Das kann natürlich jeder interpretieren, wie er will, aber es war schon ziemlich klar, wie das gemeint war. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herr, an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht vor in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein ich, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. La Paloma, wohin? Einmal muss es vorbei sein. Nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück. Das war also jetzt nicht das, was man sich erwartet hat, und Goebbels hat den Film gehasst und hat ihn auch zurückgezogen. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann denkt mir der großen Freiheit Glück. Auf Matrosen, wohin? La Paloma, ade.
Nijise wabuza kani, tumekuta sisi, tulipozaliwa tunasikia na imbwa tu. Sisi tumezaliwa na imbwa tu, tunasikia watu wanaimba ndani ya densi. Sisi hatujui, sisi tumekuta tu hapa Zanzibar natumia. Na nchi nyingi kama wengine wanatumia hii, lakini sasa sisi tume hapa ndo tumefanya, tumetumia sana kwa sababu tuna ile lugha tumeijaliza. Sasa hivi sababu najua lakini sisemi sana kwamba nikasema ndo najiona mimi tu sipokuwa najua kwamba watu wengi wananipenda sana hata Ulaya anafanya kazi kubwa ni mimi ndio maana kwa kila mara nikwenda kwao. Yeye ni mara yangu ya mwanzo na mimi nilikuwa nafurahia ni kabla sijafanifike Marekani. Nategemea vyombo vyangu ile vya kama kupigia kanda ile deki imekufa. Sasa kama unakuwa mtu ataka kanda inakuwa hawaipati. Sasa ndio ile mwanangu nijaribu leo kisha kuja nyumbani. Simu jina lake lakini mwanawe leo anaenda kuchita kama nilivyozungumza jana haja nibe jina lake kama bwana harusi pia unaingia kwenye harusi na wale walioalikwa harusi
na walikuja hudhuria wote wale waliokuja kujamika kwenye shule. Manake mabibi na mabwana nyote kwa herini, mlohudhuria pa shughulini, kila la makosa iwe samani, msikasirike na nyingi huzuni. Von allem etwas, von Sehnsucht, von Heimweh, von Fernweh, alles, es drückt alles aus. Man kann auf jede dieser Emotionen auch ganz individuell wohl sich hingestoßen fühlen und auch in dem Moment sich angesprochen fühlen. Es tut das alles und wahrscheinlich noch einiges mehr, von dem wir alle gerne wüssten, wie es funktioniert. Wenn ich wüsste, wie es funktioniert, würde ich nach dem gleichen Muster ein Stück nach dem anderen schreiben und reich und berühmt muss gar nicht sein, aber jedenfalls sehr wohlhabend werden. Also so funktioniert es aber nicht. Das heißt, dieses kleine Stück Geheimnis, was es jetzt tatsächlich ist, dass es auch in diesen vielen Transformationen diese Art von Qualität behält, die haben wir noch nicht ergründet. Und dann habe ich irgendwo diese Platte gefunden, die auch noch gar nicht geöffnet ist. Das gehört dann zu so einer Abteilung, die mich schon wieder interessiert. Also wenn irgendwas nicht jetzt die buchstäblich 500. Tanzkapellenversion daherkommt, die richtige Geschwindigkeit. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Und zwar ist das hier der Handbell Choir St. Vincent's School, wobei wir jetzt nicht genau wissen, wo St. Vincent ist. Ich vermute, dass es Haiti ist, offen gestanden. Okay. Also ein Handbell Choir ist offensichtlich, das habe ich auch noch wirklich nie gehört, kein Chor, der singt, sondern der diese Handbells, Handglocken in der Hand hält und damit spielt. Es ist wie so ein, naja, wie soll man sagen, wie so ein großes Glockenspiel, was verteilt ist auf 11 Leute. Und mit dieser unglaublich gelangweilten Background-Band hat das doch einen gewissen Charme. Je mehr ich La Paloma singe, desto mehr liebe ich es. Weil ich merke, wie La Paloma auf die Menschen wirkt. Du weißt nie, wo du hinkommst. Du hast mit den Leuten telefoniert, ja? Du kennst den Anlass, du fährst dorthin. Da sitzen dann 100 feurige Menschen und warten auf dich, ja? Ja, man hat auch gesagt, Peter Fleschner ist der maritime Mercedes Hamburgs. Das bezieht sich auf den Dreiklang. Schnacken, wir lachen gern, ne? Singen und Akkordeon spielen. Brautpaar tanzt jetzt nach einer Hamburger Tradition ein kleines Tänzchen, La Paloma. La Paloma fordert auf, die Seele zu öffnen, sich selbst zu spüren. Ja? Das ist eigentlich das Lied des Lebens, weil alles, was im Leben sich abspielt, ist in La Paloma enthalten. Musik.
wenn La Paloma als Tango getanzt wird, das ist natürlich die Krönung. Und selbst die ganz Alten, ich habe es erlebt, dass Menschen, die Mitte 80 waren, Opa hat sich das nicht nehmen lassen, aufgestanden, das Jackett zugeknöpft und hat Mutti eingeladen nach 50 Jahren. Und sie hat sich gefreut und sie haben sich gedreht. Ich habe gesagt, ihr müsst gar nicht so doll, einfach nur ein bisschen bewegen, ne? Bis mir Mütze haben, jo, sagt er. Und dann habe ich ihm meine Mütze gegeben. Das gibt die schönsten Fotos. La Paloma im Tanz. Alle Fotografen der Welt küssen dir die Hände. Ein Seemannslied heißt La, 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 La. La Paloma, La Paloma, kleine weiße Taube. Bange Gedanken verfliegen geschwind im brausenden Wind wie Schnee. De verdad, ¿eh? Terminator. Vaya usted. Van a decir de verdad, están re loquitos, ¿verdad? Es que es una suerte ponerme esto. Sí. ¿Y te pusiste suficiente pegamento? ¿Eh? Oh, voy a menar. Está bien. ¿Sí? No, no, mira, ya está como... Couple hours. Pues ya se están... How do you feel? Okay. What happened? Well, we had to get inside in kind of a hurry, so... Oye, ¿qué? ¿Te vas poniendo los zapatos, porfa? I should be used to you pushing me around. No creo que cambiemos de un día para otro. Pienso en mi hijo y pienso en los niños de esa generación. Ellos no saben de mi revolución, ni saben de esos sueños. Pero más que sueños, tenemos que lograr poco a poco, en la medida que sea nuestra madurez que nosotros vayamos logrando, en ir reformando, de ir logrando y llegar a esas pequeñas batallas, que finalmente a la larga son las cosas que se van a notar. ¿Cuál es tu opinión sobre el momento político que estamos viviendo después? Pues es un momento muy difícil, la verdad que es muy complicado en un minuto decirles una opinión más o menos coherente. Hay situaciones como estas que han hecho adversa la situación para la izquierda en México. Además de los errores propios que hay que también aprender a conocer. Cantar bien, cantar con el alma, hacer un trabajo con calidad, con compromiso, también es un acto político. La canción de México, La Paloma. Muchas gracias. La danza de la paloma.
hizo saber que había varias señoras, dos o tres señoras chinas de más de 60 años, que estuvieron llorando durante la canción y que les preguntaban, ¿qué la conoces? ¿La entiendes? La entiendo. No sé exactamente qué dice, pero yo la conozco y la siento como mía. Entonces es un privilegio ver eso. Yo tengo mi historia y seguramente estas señoras tienen su otra historia particular. Pero que una canción pueda volverse un himno con distintas interpretaciones, pero finalmente profundamente humana, es muy emocionante. Fahamu kwamba ikati wewe mwenye kama unaisikia vizuri inakuweka wapi sasa ukishafika mabibi na mabwana unajua kwamba tunaambiwa sote watu wawili eh nyote mliohudhuria tunawatakia heri na safari njema mnakokwenda. Ukipiga tu sasa unajua kwamba sasa hii nyimbo ni ya mwisho. Sasa katika kule Ulaya pia ukipiga muziki unajua kwamba hii nyimbo ni ya mwisho.
sí, palomito. Una paloma. Una paloma.